Naja, sagen wir mal so, die letzten beiden Testspiele gegen Werder Bremen und gegen Swansea City waren natürlich ausbaufähig, vor allem im Spiel mit dem Ball und ohne den Ball. Und man hat natürlich auch gesehen, dass 60 im Offensivbereich gehörige Defizite hat. Ja, 60 hat ja bisher drei Spieler verpflichtet. Das ist zum einen Milo Stegenek aus Stuttgart von den Amateuren. Dann Rodney, der Brasilianer, der noch gehörigen Nachholbedarf hat, und der Franzose Lacazette. Die größten Chancen auf den Einsatz hat natürlich Milo Stegenek, der eine hervorragende Rolle bis jetzt gespielt hat als Sechser und auch als Innenverteidiger. Wir rechnen damit, dass er neben Christopher Schindler in Heidenheim spielen wird. Ja, in der Pressekonferenz hat uns Thorsten Frölling erzählt, eine nette Anekdote. Als Interimstrainer von Holstein Kiel hat er 1:0 in Heidenheim gewonnen. Das wäre eigentlich ein gutes Omen für 60. Er weiß natürlich auch, dass Heidenheim eine harte Nuss für 60 ist, aber er will mutig und aggressiv nach vorne spielen und hier die Chance suchen für den TSV 1860. Naja, der FC Heidenheim ist ein sehr unangenehmer Gegner für den TSV 1860. Die Erfahrung hat der Verein schon in der letzten Saison gemacht. Nach dem 2:2 in Heidenheim hat 60 1:2 in München verloren. Und die Ergebnisse in der Vorbereitung des FCH waren beachtlich. Unter anderem das 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Zweifacher Torschütze Arne Feig. Thorsten Frölling hat natürlich seine Mannschaft schon im Kopf, allerdings sagt er, sie hat noch ein, zwei Fragezeichen. Sicher wird spielen Vitus Eicher im Tor, er bekommt das Vertrauen gegenüber Stefan Ortega. Die Viererkette werden bilden Wladimir Kovac, Christopher Schinder, Milo Stegenek und links Maxi Wittek. Dann die Zentrale, die Sechserposition werden bilden Gerry Kagelmacher und Dominik Stahl. Dann vorne. Von rechts nach links Christian Simon, Daniel Adlong und Valdedrama, vorne Stefan Hein. Naja, sagen wir mal so, der Präsident Sigi Schneider hat ja gesagt, da stehen einige hochinteressante Namen darauf. Unter anderem war auch Ruben Hennings drauf, Daniel Frahn, Didi Yakunan. Aber keiner ist zu 60 gewechselt und jetzt ist natürlich die große Frage, kann sich 60 nochmal verstärken? Momentan sieht es nicht so aus, dass sich was tut, aber wir haben ja noch bis zum 31. August Zeit.